Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Zweitligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem FC St. Pauli. Ich begrüße hier oben die beiden Cheftrainer Markus Kroczynski und Dirk Schuster. Und Herr Kroczynski, ich darf Sie zunächst um Ihr Statement zum Spiel bitten. Ich glaube, zu Beginn des Spiels war Darmstadt überlegen, 20 Minuten haben wir gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Haben uns dann befreien können, auch mit dem Tor, glaube ich, dann eine gute Phase gehabt. Auch Beginn zweiter Halbzeit sind wir, glaube ich, richtig gut rausgekommen, haben direkt durch Dimi zwei gute Möglichkeiten, wo wir, glaube ich, den Sack zumachen können. Wo wir in einer von den beiden Möglichkeiten reingeht, allein vorm Tor, glaube ich, das Spiel auf unsere Seite bringen können. Dann haben wir aber auch immer wieder Phasen gehabt danach, wo wir geschwommen sind, wo wir Möglichkeiten zugelassen haben. Fällt das 1-1. Ja, und dann kurz vor Schluss immer mal wieder eine Situation, die gefährlich geworden ist. Auch wenn es zwischendurch so aussah, kurz davor, dass wir gut stehen, dass wir das über die Bühne bringen, waren dann doch eben diese Momente, die am Ende das Spiel gegen uns entschieden haben. Und dem müssen wir uns heute beugen, das müssen wir leider hinnehmen, das tut weh, ich glaube ein Punkt wäre möglich gewesen. Nichtsdestotrotz hat Darmstadt natürlich mit viel Körper und mit viel Leidenschaft bis zum Ende gespielt und deswegen sind wir heute traurig. Wir können, ja, oder wir müssen daraus lernen, auch so ein Spiel durchzuziehen. Wir haben einige Konter, die beiden Chancen, aber auch sonst noch einige Angriffe liegen lassen, wo wir Ballgewinne haben, wo wir Dinge besser ausspielen können. Das haben wir schon wesentlich besser gemacht und deswegen wurde das, glaube ich, zu Recht bestraft. Und jetzt gilt es, sich zu schütteln, dann nach vorn zu schauen, denn die nächste Aufgabe am Montag wartet schon auf uns. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Dirk, hier in Darmstadt für euch. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dirk, wie fällt deine Analyse zum Spiel aus? Ja, Markus, erstmal danke für die Glückwünsche. Ich bin erstmal sehr, sehr happy, dass wir diese drei Punkte heute hier behalten konnten. Es war das enge Spiel, das kampfbetonte Spiel, wo sich beide Mannschaften auch nichts geschenkt haben. Ich denke, von unserer Seite wurde die Partie sehr gut angenommen, hatten das Spiel in den ersten 25 Minuten defensiv als auch offensiv ganz gut unter Kontrolle, hatten durch Serdar Dursun zwei Kopfballchancen. Fabi Holland nochmal auf die Kiste, an Himmelmann gescheitert. Und Yannick Stark dann mit einer Chance aus 12 Metern. Da kann man auch mal in Führung gehen. Auch wenn die todsichere 100%ige nicht dabei war, welche Effizienz und Qualität dann der Gegner hat, haben sie mit dem 1-0 gezeigt, Müller-Deli auf der rechten Seite überragend vorbereitet und Miyachi ein Tick schneller als Tim Rieder bei uns. Erste Chance, erstes Tor und danach waren wir natürlich ein bisschen rappelig, das hat man auch gesehen. Pfostenschuss noch von Diamantakos, glaube ich, war es. Ein, zwei Minuten später und in der zweiten Halbzeit zu Beginn, wo Diamantakos auch nochmal auf den Torwart drauf geht. 100%ige Chance, wenn die drin ist, wird es natürlich schwer, noch irgendwas zu ernten. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir von der Moral her, vom Aufwand, vom Zweikampfverhalten, von der Laufbereitschaft heute alles in die Waagschale geworfen haben und da auch zum Ende hin noch belohnt worden sind. Dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, teilweise sehr ansehnliche Angriffe nach vorn getragen haben und dass wir auch nie die Ruhe und die Geduld verloren haben, selbst nach Rückstand. Dann in der zweiten Halbzeit dann immer wieder auch an uns geglaubt haben, dass noch was zu bewegen ist und mit diesem Vorsatz sind wir auch aus der Halbzeit gekommen. Und dass das zum Schluss noch belohnt worden ist, spricht auch für die Moral der Mannschaft, für die Leidenschaft, die sie gezeigt hat und das war so ein bisschen wie der Darmstadt 98, wie man es kennt. Und von der Mentalität her alles in die Waagschale werfend. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Hinten relativ wenig zulassen, vorne immer wieder mutig auch Chancen kreieren. Ich glaube, dass dieser Sieg nicht unverdient ist. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen glücklich, wenn man so ein spätes Tor noch erzielt. Ja,
meinen Kollegen mit seiner Mannschaft wünsche ich natürlich auf der einen Seite jetzt eine gute Heimfahrt und dann für die kommenden Aufgaben alles Gute. Wir hatten uns ja in der Vorbereitung in Spanien getroffen, Markus, und da hatte ich dir gesagt, es wäre ganz gut, wenn du die 3 Punkte hier in Darmstadt lässt und alle anderen Partien gewinnst. Wegen mir soll es so sein. Ja, von mir auch. Ja, auch dir vielen Dank, Dirk. Wenn es nun Fragen gibt, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Das Mikrofon kommt dann. Jens Wannermacher vom Darmstädter Echo macht den Anfang. Dirk, 2 Fragen. Das erste Mal, dass ihr in der Saison ein Spiel gedreht habt nach dem Rückstand. Was ist der Unterschied zu der Hinrunde? Und das zweite, wie habt ihr die Stimmung im Stadion ohne die Gegend gerade aufgenommen? Ja, hast du völlig recht. Das erste Mal ein Spiel gedreht. Dann auch nach einem guten Gefühl in der Vorbereitung. Ein gutes Spiel gemacht, erfolgreich gewesen. Ich glaube, dass wir an den richtigen Stellschrauben auch in der Winterpause gedreht haben. Dass wir diese Kompaktheit, Stabilität, auch mit Viktor Pálsson vor der Abwehr, der da sehr positionstreu die Positionen ausfüllt. Auch Yannick Stark hat heute ein gutes Spiel gemacht für mich, und sodass wir im Zentrum relativ unverwundbar waren. Und den Glauben an unsere Stärke auch nie verloren haben, weil wir auch gesehen haben, gegen die Spitzenmannschaft der zweiten Liga wie St. Pauli absolut konkurrenzfähig zu sein, ein bisschen bessere Chancen oder von der Quantität her mehr Chancen gehabt zu haben, die Möglichkeiten auch gehabt zu haben, ja, Tore zu erzielen und hinten wenig zuzulassen. Und das hat diesen Stil hat sie bis zum Schluss durchgezogen, die Mannschaft. Und die Spieler, die dann auch reinkamen, haben einen guten Job gemacht, so dass ich mit dieser Leistung absolut gut leben kann. Das war heute ein richtiger Schritt in die richtige Richtung auch. Atmosphäre? Ja, klar, wenn die Gegend gerade weg ist, erstmal vom Optischen, vom Visuellen her, ist natürlich nicht so schön anzusehen, wenn da so ein Haufen Dreck da drüben liegt, aber ich denke, dass die Zuschauer und die Fans die Mannschaft heute auch fantastisch unterstützt haben, sie immer wieder auch nach vorn gepusht hat, immer wieder auch positiv waren, und das war auch das, was die Mannschaft heute so ein bisschen gebraucht hat nach dieser Serie, die wir in der Hinrunde im alten Jahr hingelegt haben, und das war ein sehr positives Erlebnis für uns, auch wenn diese ganz große Lautstärke von der Gegengerade nicht kam, aber was die restlichen Zuschauer, auch die Hamburger Fans, für eine gute Atmosphäre hier erzeugt haben, in einem für mich sehr guten Zweitligaspiel. Das war schon auch ein kleines Erlebnis. Dann fangen wir in der zweiten Reihe an mit Stefan Köhlein von der DPA. Frage an den Schuster. Sie haben, können Sie noch 1-2 Sätze zu Viktor Pálsson sagen? Sie haben ihn ja auch vom Platz genommen dann, wegen Gelb-Rot-Gefahr oder weil Sie auch offensiver spielen wollten? Nein, wir haben ein kleines Signal erhalten, dass Viktor am Rande der gelb-roten Karte wandelt, und da wir ihn für unsere Spielweise auch dringend brauchen vor der Abwehr, haben wir uns entschlossen, ihn vor diesem Szenario zu schützen, zumal er dann eh nicht mehr richtig hingehen könnte, seine Aggressivität in den Zweikämpfen nicht ausleben könnte, und dann fehlt ihm auch ein Stück zu hundertprozentiger Leistungsstärke. Und deswegen haben wir den Viktor ausgewechselt und dann auch verletzungsbedingt Tim Rieder, was natürlich jetzt auch für uns nochmal ein Problem ist. Da im Vorfeld des Spiels, nachdem wir alle Spieler gesund übers Trainingslager bis in die letzte Vorbereitungswoche gebracht haben und dann Tobi Kempe, Slobodan mit Dojevic und gestern im Abschlusstraining noch Sandro Sirigu ausfallen, das war schon ein kleiner Schlag ins Kontor, zumal auch alle drei Anwärter waren für einen Einsatz heute von der ersten Minute an. Dann noch eine. In der dritten Reihe war noch eine Handmeldung. Ich habe eine Frage an Herrn Korczynski. War es mal eine Überlegung, Alex Meyer von Anfang an spielen zu lassen? Und wie ist das für einen Trainer? Da denkt man ja immer, wann bringt man ihn? Hätte es beim Stande von 1-0 wahrscheinlich möglicherweise gar nicht gebracht. Wie würden Sie ihn beurteilen in den paar Minuten, die er gespielt hat? Ja, ich glaube, das ist schwer. Meine Gedanken drehen sich nicht nur um Alex Meyer, sondern um die Mannschaft und was ist das Beste für die Situation. Und Darmstadt hat das Spiel gemacht. Wir haben
dann Umschaltaktion gehabt und da ist Dimi natürlich der schnellere, der geradlinigere Typ. Der hat bis dann noch ein gutes Spiel gemacht. Ich musste dann noch im Auge haben, dass Jeremy früh umgeknickt war und Mats in der Halbzeit auch schon Spannung im Oberschenkel hatte, sodass ich gewartet habe. Aber eigentlich zu dem Zeitpunkt bis zur 80. Minute, bis zum ersten Tor eigentlich auch das Gefühl hatten, dass wir das im Griff hatten. Ansonsten ist er Teil der Mannschaft und dass er auch noch Zeit braucht, das weiß er selber. Aber ja, wie gesagt, meine Gedanken drehen sich nicht nur um ihn. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen eine gute Heimfahrt und unseren Gästen natürlich ebenfalls eine zügige Rückreise. Danke.